herzliches Willkommen, lieber Löwe, zur Taskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 23. bis 29. Juli 2018 und wir schauen mal, welche Energien für dich da so zu Buche schlagen, was du damit anfangen kannst, was dir hilft, was nicht so gut ist. Wir gucken mal, ja, worauf du achten sollst. Wichtig ist, das ist eine allgemeine Legung, kann also nicht immer und für jeden passen. Du suchst dir das raus, was dir weiterhilft in deiner Situation. Und ja, das ist eigentlich das, wofür es da ist, dich zu inspirieren, dich auf Dinge zu bringen, an die du vielleicht nicht gedacht hast. Du musst das durchleben, du musst das entscheiden, also das kann dir keiner abnehmen. Die Karten sind nur dazu da, dir eine kleine Hilfestellung zu geben. Und ich lese die Karten natürlich, wie sie fallen, und das ist geschlechterunspezifisch. Also wenn ich einen Ritter der Stäbe habe, dann lese ich den als Ritter der Stäbe, kann sich aber um eine Frau oder einen Mann handeln. Als unterste Karte des Decks haben wir den König der Stäbe. Das ist deine Karte. Du fühlst dich sicher, fest in dem, was du machst. Du bist ein gestandenes Mannsbild oder ein gestandenes Frauenbild, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall weißt du, was du tust, du weißt, was du willst. Und dann geht's voran. Wir haben den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. Wichtig, ich lege auch gleich noch eine Karte dazu, aber wir gucken erstmal so, wie die Grundenergien in der Woche so vorherrschen und gucken mal, was da so im Detail dran ist. Der Montag für den Löwen. Was haben wir denn da? Wir haben die 9 der Stäbe. Das heißt, du stehst für deine Dinge bis zum letzten Atemzug. Finde ich grandios. Also, du lässt dich nicht von deinem abbringen. Du kämpfst für das, was dir wichtig ist. Und dann, auch wenn du angeschlagen bist, du gibst nicht auf, du gibst nicht nach. Würde mich auch sehr wundern bei einem Löwen. Ja, aber finde ich super. Gucken wir mal, was der Dienstag so für dich im Petto hat. So, schauen wir mal. Das ist der König der Schwerter. Das ist jemand, der verbal sehr gut drauf ist, der sachlich ist, der ist nicht gefühlsbetont, der ist auch manchmal ziemlich direkt in seinen Antworten und kann da auch wirklich mal unter die Gürtellinie gehen. Aber ich glaube, das ist, ja, ich sag mal, ein annehmbarer Gegner möglicherweise. Kann auch ein Vorgesetzter sein. Wir gucken gleich mal. Es geht da halt einfach um Austausch, Kommunikation, ne? Kann auch, ja, verbal sein oder über andere Kommunikationsmittel. Schauen wir mal. Der Mittwoch für den Löwen. Wir haben die 7 der Kelche. Das ist entweder Verwirrung, weil so viele Optionen offen sind, oder dass du einfach 7 Möglichkeiten hast und eine wählen sollst. Weil wenn du keine wählst, wird sich keine also manifestieren. Deswegen wichtig, wenn du so viele Optionen hast, bitte konzentriere dich auf eine. Alle kannst du nicht bekommen. Der Donnerstag. Für den Löwen. Der Narr, ein Neubeginn, Risikofreude, unbedarftes Angehen an Dinge, also so jugendlich, frisch, uneingeschränkt, so ohne Vorbehalte neue Sachen beginnen. Ja, und wie gesagt, auch ein bisschen risikofreudig sein. Das ist so der Stand am Donnerstag. Wir kommen zum Wochenende. Was hat denn der Freitag so? Die Mäßigkeit. Das ist Balance halten. Das ist die Schützekarte. Kann auch eine Person sein aus dem Sternzeichen. Ja, Harmonie und Geben und Nehmen ausgewogen. Das ist auch mal ganz schön, ja. Also man muss nicht immer der Macher sein. Man kann sich auch mal betüdeln lassen oder man betüdelt sich gegenseitig. Das ist auch sehr nett. Kann ich nur empfehlen. Was haben wir denn am Samstag für den Löwen? Den Turm. Irgendetwas, was nicht mehr, ja, zu deinem Vorteil gereicht, wird zusammenbrechen. Das ist irgendwas, was dir nichts mehr nützt, was du ausmisten kannst, was wegfällt, ja, ist aber auch nichts von Relevanz. Kann aber natürlich sein, dass dich das irgendwo angeht, also dass dich das irgendwo piekt, weil du das bedauerst, aber die Zeit einer Sache, eines Projektes, einer Person vielleicht ist vorbei. Aber da müssen wir auch näher beleuchten mit der zweiten Karte. Am Sonntag haben wir die 2 der Schwerter und das bedeutet, du musst eine ungeliebte Entscheidung treffen. Du musst dich entscheiden, du musst die
Augenbinde abnehmen und die Sache in die Hand. Weil ist nötig, ist notwendig. So, jetzt gucken wir mal, was die zweite Karte zu all dem sagt, weil das kann die ganze Legung auch wieder verändern. Wir wollen ja ein bisschen essentieller da reingehen. Am Montag haben wir die 9 der Stäbe und da geht es um Gerechtigkeit. Ja? Also dir ist wichtig, dass da jemandem oder dir auch Gerechtigkeit widerfährt. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, das habe ich ja vorher schon gesagt. Du stehst für die Dinge ein, die dir wichtig sind. Und ich denke, Gerechtigkeit ist dir wichtig und finde ich lobenswert, muss ich sagen. Am Dienstag haben wir vielleicht ein Gespräch mit einem Vorgesetzten oder so. Und wir haben die Königin der Stäbe. Das kann, wie gesagt, ein Mann, eine Frau sein. Ich sehe das als Gespräch zwischen dir und einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten. Und da wird halt, ja, ich sag mal, diskutiert, gesprochen, sachlich, das kannst du auch, das ist kein Thema. Du darfst halt nur nicht die Kontenance verlieren, auch wenn der König der Schwerter, ich sag mal, in die untere Schublade greift, dann halte dich bitte wacker und bleibe bitte sachlich und bei der Sache. Lass dich davon nicht irritieren, das schaffst du, das weiß ich. Und damit beeindruckst du den König der Schwerter mehr, als wenn du auf sein Niveau herabsinken würdest. Okay, dann haben wir die 7 der Kelche und wir haben die Herrscherin. Das ist pure Weiblichkeit, Mutter Natur, Fruchtbarkeit, kann auch bedeuten Schwangerschaft, wenn du dir das wünschst. Wenn du dir das nicht wünschst, solltest du was dagegen tun im Vorfeld. Ja, ich denke mal, dass es darum geht, ein Projekt, eine Sache ans Laufen zu bringen und das ist jetzt gerade am Mittwoch sehr, sehr befürwortet. Also alles, was du da in Gang setzt, trägt auch später Früchte. Ja? Du solltest dich halt nur nicht mit zu vielem da befassen. Ein, zwei Sachen vielleicht und das war's. Weil das schaffst du sonst nicht. Das funktioniert sonst nicht. Ja? Gut, dann haben wir am Donnerstag den Narren, den Neubeginn und wir haben die 4 der Schwerter. Und der Neubeginn sollte mit einer kleinen Ruhephase beginnen. Das ist einfach so, du musst dir das so vorstellen, da ist ja ein Krieger, der hat schon gekämpft für die Gerechtigkeit, ne? Der hat sich auseinandergesetzt und so weiter. Der braucht Ruhe, weil kein Kämpfer, kein wirklicher Kämpfer schafft es, 24 Stunden am Tag zu kämpfen. Also cool down, gönn dir einen Tag oder so Ruhe oder auch zwei, ja. Fahr alles runter und wie gesagt, lass dich ein bisschen bemuttern. Ja, du kannst ja einen Neubeginn starten, aber überlege ihn dir vorher. Mach dir Gedanken, welchen Neubeginn du möchtest, wo es hingehen soll. Wir haben ja auch am Freitag die Mäßigkeit und wir haben die Hohepriesterin. Das bedeutet, diese beiden Tage sind dazu gedacht, deinen Neubeginn zu planen, zu eruieren. Wo soll es hingehen? Was will ich? Und dazu solltest du dein Bauchgefühl befragen und dich in Harmonie bewegen. Ja, und natürlich dir auch die nötige Ruhe gönnen. Und dieser Neubeginn, der läuft dir nicht davon. Jetzt haben wir ja am Samstag den Turm. Und da geht es um einen König der Münzen. Kann sein, dass das eine Person ist, eine gestandene Person, männlich oder weiblich, eines Erdzeichens, was da wären Steinbock, Jungfrau und Stier. Ja, Steinbock, Jungfrau, Stier, die vielleicht nicht mehr in dein Leben passen. Warum auch immer. Ja? Das muss jetzt keine Beziehung sein, also keine Partnerschaft oder irgendwas. Aber es kann sein, dass du sagst, nee, mit dem kann ich nicht mehr zusammenarbeiten oder will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Oder es geht um eine Sache, von der du dich verabschiedest, die was mit Finanzen zu tun hat. Ja? Vielleicht verkaufst du deine Fonds zum Beispiel, weil du einfach sagst, das ist mir zu viel Gedönse, ich muss gucken, dass ich runterfahre. Ja, und mich um andere Dinge kümmere oder ich brauche das Geld, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall Samstag wirst du dich von irgendwas oder irgendwem trennen. Am Sonntag hast du die Qual der Wahl. Du musst dich entscheiden. Und wie ich hier schon sagte, vielleicht verkaufst du deine Fonds, weil du bekommst einen Sack Geld. Den bekommst du aber nur, wenn du dich entscheidest. Wenn du keine Entscheidung triffst, gibt es kein Geld, keine Sicherheit. Die 10 der Münzen bedeutet nicht nur Geld, bedeutet auch Sicherheit, Stabilität.
Also ist eine Entscheidung vonnöten, bevor du das dann auch wirklich nutzen kannst. Denk drüber nach. Du hast hier 2 Tage. Hier hast du den Abschied. Vielleicht suchst du dir auch einen anderen Job. Ich weiß es nicht. Irgendwas in der Richtung. Jedenfalls musst du eine Entscheidung treffen, wo es hingehen soll. Und deine Orakelkarte, die ist schön. Wünsch dir was. Dies ist ein magischer Augenblick. Wünsch dir was und genieße, wie es sich verwirklicht. Denk dran, lieber Löwe, du musst positiv denken. Du musst positiv an die Dinge herangehen, weil alles, was du denkst, manifestierst du, also bringst du in die Welt. Wir haben hier, du kämpfst für Gerechtigkeit, finde ich toll. Hier haben wir möglicherweise eine Auseinandersetzung, ein Gespräch, eine Diskussion. Dann haben wir hier viele Möglichkeiten. Vielleicht ist das auch in diesem Zusammenhang etwas, was dir nahegelegt wird oder angeboten wird. Hier haben wir den Neubeginn. Kann sein, dass du da irgendetwas Neues beginnst und du gönnst dir erstmal eine Ruhephase. Vielleicht machst du ja sogar Urlaub. Und dann überlegst du dir, was sagt mein Bauch? Wie fühle ich mich dabei? Ist das für mich machbar? Ist das für mich zeitlich, körperlich, mental? Ist das für mich alles machbar? Will ich das überhaupt? Und dann triffst du die Entscheidung, dass du dich von etwas oder jemandem trennst. Dass du sagst, den Bereich bearbeite ich nicht mehr oder den und den Kollegen, mit dem arbeite ich nicht mehr zusammen. Ist jetzt nur eine Möglichkeit, ist nur ein Beispiel. Und am Sonntag triffst du die Entscheidung, weil sie ist tatsächlich notwendig und empfängst das, wofür du dich entschieden hast. Und das geht halt auch wahrscheinlich um Finanzen, Finanzielles und so weiter. Und hier wünsch dir was. Denk aber ganz genau nach. Was möchte ich wirklich? Aber ganz exakt. Ja? Wenn du Wünsche hast, die du erfüllt haben möchtest, die du jetzt selber so nicht in der Hand hast, dann musst du die so genau wie möglich, ja, ich sag mal, formulieren, damit sich das genau so, wie du das formulierst, auch umsetzen kann. Ja? Wenn du das so schwammig formulierst, ich möchte reich werden, dann kann das alles Mögliche bedeuten. Ja? Wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel in dem und dem Bereich arbeiten, ohne den und den Kollegen, wünsche ich mir. Zum Beispiel. Ja? Und dann treffe ich die Entscheidung, dann mache ich das. Das wäre zum Beispiel ein exakt formulierter Wunsch. Ja, ich hoffe, du kannst was damit anfangen, lieber Löwe, und das hilft dir auch weiter. Wenn das so ist, dann würde ich mir von dir einen Daumen hoch wünschen und natürlich Ende der Woche einen Kommentar. Ich bin ja neugierig, wie euch das hilft und wie ihr das umsetzen könnt. Ihr müsst mir keine ganze Geschichte schreiben, kurze Worte, irgendwie, wo was, das hat geklappt oder das hat für mich funktioniert in dem und dem Bereich, sowas. Ganz kurz, dann würde ich mich freuen, weil dann erfahre ich ja, wie euch das dann helfen konnte. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, hoffe, es hilft euch auch und würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche, auch dann bald im neuen Monat, wiedersehen. Ne? Bis bald. Tschüss.